Es lebte einst ein Drachenkönig. Dieser besaß drei Söhne, die Drachenprinzen. Er war der Drachenkönig der Westmeere, Aurun. Er lebte glücklich und zufrieden mit seinen Söhnen und wusste, dass später einer von ihnen seinen Platz einnehmen wird und über die Westmeere herrscht. Einer der drei Söhne war Longwang, sein Jung. Er war der Jüngste. Mit ihm beginnt nun die Geschichte von Longwang, sein Jung, das weiße Drachenpferd aus der Reise in den Westen. Longwangs Geschichte beginnt damit, dass er einst den Palast seines Vaters versehentlich in Brand steckte und die heiligen Perlen verbrannte. Somit beginnt es schon schlecht für ihn. Der Palast war hinüber und es gab keinen Ort mehr, wo er geherrscht werden konnte. Sein Vater Aurung war nicht sehr begeistert von ihm. Er war sehr wütend und zugleich enttäuscht von seinem Sohn. Er ging zum Jadekaiser, reichte dies ein und Longwang wurde vor Gericht gestellt und dann zum Tode verurteilt. Als er kurz davor war zu sterben, rettete Bodhisattva Kuan Yin, die Göttin der Barmherzigkeit, Longwang. Er kam auf die Erde, versprach ihr, dem Mönch, der auf der Reise nach Westen war, als Pferd zu dienen und somit seine schlechten Taten wieder gut zu machen. Er wartete lange im Wildbach an der Adlergramschlucht auf ihn. Er war ein Drache, der sich nun dort niedergelassen hatte. Vom Sattel aus vernahm Tripitaka auf einmal ein Rauschen wie von tosenden Wassermassen. Er wandte sich um und rief: Wukong, woher kommt dieses Geräusch? Wenn ich mich richtig entsinne, ist das hier die Adlergramschlucht am Schlangenberg. Das Rauschen müsste vom Wildbach in der Schlucht herrühren. Er hatte kaum ausgesprochen, da standen sie schon am Rande der Schlucht. Tripitaka zügelte das Pferd und hielt Ausschau. Plötzlich schäumte es in der Tiefe, Wasser spritzte hoch und ein Drache schnellte empor, der sich aufbäumend auf Tripitaka zustürzte. Erschrocken warf Pilger das Gepäck zu Boden, hob den Meister aus dem Sattel und rannte mit ihm davon. Der Drache aber, der sich nicht einzuholen vermochte, schnappte sich Tripitakas weißes Pferd und verschlang es mitsamt Sattel und Zaumzeug. Longwang hatte das Pferd verschlungen. Sun Wukong, der nicht wusste, dass Longwang das neue Pferd Tripitakas werden würde, war so wütend und befahl ihm, das Pferd zurückzugeben, kämpfte lange gegen Longwang. Sie kämpften eine ganze Weile, doch Longwang gab nicht das Pferd und Wukong konnte nicht gewinnen, bis er die Hilfe von Kuan Yin holte. Dieser half den beiden und erklärte Wukong, dass das Pferd gefressen wurde, da ein normales wie dieses die weite Reise niemals geschafft hätte. Hätte Wukong erzählt, dass sie es sind, die auf der Reise waren nach Westen, hätte Longwang längst ihnen geholfen und sich ihnen angeschlossen. Der Kampf hörte auf, beide entschuldigten sich und Longwang verwandelte sich in ein prachtvolles weißes Drachenpferd. So kam der nächste dazu. Longwang diente nun Tripitaka und machte sich auf die Reise in den Westen. Dies ist das Ende.